Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Pearl TV. Und jetzt geht es los mit Küche und Haushalt. Ralf hat es gerade erwähnt, es wird kalt. Wir haben schon einen Vorgeschmack davon bekommen, windig und kalt. Und deswegen habe ich mich hier schon mal eingemuschelt in diese wunderbare Fließdecke. Und damit geht es jetzt auch los. Natürlich ist der Ralf auch noch hier. Ja, ich liebe dieses Wort eingemuschelt. Ja, das sagen unsere Damen einfach, wenn es ihnen richtig schön kalt ist und sie sich irgendwo schön einbetten, damit es ihnen wieder wärmer wird. Und da ist das natürlich optimal, was wir hier haben. Nämlich eine Mikrofließdecke mit einer enormen Größe, 1,50 Meter mal 2,50 Meter. Das heißt, da kannst du deinen Partner auch noch mit reinmuscheln, sage ich jetzt mal. Und vor allem, Sie sehen sie jetzt auch, diese Ärmel. Und das finde ich das Fantastische an unserer Decke, weil oftmals hat man sich da in eine Decke eingekuschelt, aber ist dann wie gefesselt, weil die Arme unter der Decke sind. Genau. Jetzt willst du einen Tee trinken, Buch lesen, nur die Fernbedienung zum Beispiel mal benutzen. Ja, bist du gehandicapt oder musst dich wieder ausdecken, ja, dann machen und dann wieder zukuscheln. Das ist dann richtig unangenehm, wenn man mal so eine richtige Wärme erreicht hat, oder? Ja, und gerade jetzt, Herbst, Winter, da liegt man ganz oft auf der Couch und wenn man da eine Weile liegt, dann wird es ein bisschen kalt und deswegen nimmt man dann meistens die Bettdecke mit, aber wie du gesagt hast, ist das total unpraktisch, denn wir wollen ja nebenher ein bisschen was naschen, zum Beispiel ein paar Weihnachtsplätzchen. Ne? Hast du schon gebacken? Nee, gebacken habe ich leider noch nicht. Ich hatte noch nicht so viel Zeit zum Backen. Backst du welche? Ja, klar, backe ich. Bringst du mir auch welche mit? Ich bringe dir welche mit rein. Da bin ich mal gespannt. Gerne. Aber ganz sicher, egal, was Sie naschen oder tun wollen, das ist wirklich schön. Wir Männer, wir frieren ja nicht so leicht, behaupten wir zumindest. Also genau, bei mir stimmt es wirklich. Weißt du, wann ich friere? Also ich friere nur, wenn ich unglaublich müde bin. Dann fange ich an zu frieren. Ansonsten ist mir die Temperatur relativ egal. Du wirst mich auch nie in einem so richtig dicken Winterpulli sehen oder so. Aber ja, so eine leichte Jacke oder so schon. Aber zu Hause, bei mir zu Hause, ist es eigentlich immer warm genug, sodass ich nicht unbedingt kuscheln muss. Aber so jetzt mit dir unter die Decke kuscheln, das könnte ich mir jetzt doch auch mal vorstellen. Aber gerade für die Damenwelt und vielleicht auch mal als Geschenk für die Damen. Und viele Herren haben mit Sicherheit eine Dame zu Hause, egal ob es die Partnerin oder vielleicht auch die Tochter ist, die sehr leicht fröstelt. Ja? Und wenn du dann so ein Geschenk mitbringst, finde ich klasse. Ich finde, diese Fließdecke gehört einfach auf jede Couch zu Hause. Dann hat man es immer warm und man kann diese Fließjacke auch anziehen, wie man möchte. Ich habe sie sehr gerne als Bademantel an. Ich liebe Bademäntel und da hat man so ein bisschen das Gefühl vom Bademantel, aber diese tolle Fließdecke, die hat ja einen Fußsack, das heißt, die Füße sind auch ganz, ganz toll warm. Das ist ja auch so ein Riesenthema. Riesenthema. Und das zieht ja dann von unten in den ganzen Körper und man fühlt sich allgemein unwohl. Aber du hast was Tolles gesagt, auf das Sofa legen. Und ich habe hier das Vlies, unsere Decke hier, unsere Kuscheldecke, habe ich hier mal zusammengelegt. Und guck mal, die nimmt auch gar nicht viel Platz weg. Das kannst du, also ich würde es jetzt als Kissen benutzen, weil das ist ja auch so unglaublich weich. Guck mal, so einfach zusammengelegt und dann einfach auffalten. Und dann habe ich eben diese riesengroße Mikro-Vlies-Kuscheldecke mit den Ärmeln und kann mich da reinkuscheln, hätte ich gesagt, aber ihr sagt ja immer reinmuscheln. Reinmuscheln. Ich möchte Ihnen auch ganz kurz mal den Fußsack zeigen, weil den finde ich fantastisch. Der ist riesig und da können Sie richtig, richtig schön die Füße reinmachen. Schauen Sie mal hier, wie groß der ist. Da muss der ja Bigfoot sein. Und dann, nein, weil wir muscheln doch so gerne. Ach, ihr muschelt. Und dann kannst du die hier so richtig schön einmuscheln. Da passe ich doch auch noch mit rein. Bist du auch noch rein? Na komm, die Füße darfst du reinmachen. So viel Platz für die Füße. Rein mit dir. So, jetzt können wir gemeinsam reinkuscheln. Jetzt können wir füßeln rein. Wahnsinn. Also das ist enorm, wie viel Platz da ist. Jetzt lasse ich mich wieder raus, sonst kriege ich zu warme Füße. Aber ich finde es phänomenal natürlich. Und dann hast du eben diese Bewegungsfreiheit, die du brauchst. Im Bademantel zum Beispiel. Wir machen ja auch viele mal Bademantel. Da bist du auch ein bisschen eingeengt trotzdem. Ja, klar. Also Bademantel vielleicht im Bad oder wenn man morgens aufsteht. Aber abends dann auf dem Sofa sollte es eben so eine Fließdecke sein. Und die ist so kuschelig. Ja, ich liebe diese Decke. Und was ich auch toll finde, dass man hier oben auch wahnsinnig viel Decke hat und sich dann hier richtig einkuscheln kann. Der Hals ist bedeckt, aber trotzdem sind die Arme frei. Und das ist einfach das Fantastische. Ich muss gestehen, ich habe die Decke schon in Rot. Ich brauche sie jetzt aber auch noch in Beige. Passend zur Handtasche. Genau. Ja, das sind ja Frauen. Die Handtaschen, die muss zum Gürtel passen, der Gürtel muss zu den Schuhen passen und die Schuhe zum BH. Nein, aber ich habe so eine tolle Couch und die ist auch so ein bisschen beige und ich finde, da muss die beige Decke auch noch mit.
Okay, dann passt's ja. Und machen Sie Ihrer Frau einfach mal eine Freude und holen Sie sich diese Kuscheldecke für diesen sagenhaften günstigen Preis. 18,91 €, liebe Zuschauer, kostet diese fantastische Fleece-Kuscheldecke in Beige. Mit der NC5180 und der 569 bekommen Sie diese nach Hause, wenn Sie jetzt ganz schnell bei uns anrufen unter der 0180 51 51 und 3 mal der 2. Da müssen Sie auch ganz, ganz schnell sein, weil wir haben es gehört, es wird kälter und dann ist das natürlich immer ganz, ganz arg beliebt. Ja. Und wir brauchen Wärme. Wir kuscheln sehr gerne und deswegen haben wir jetzt noch ein absolutes Highlight und das liegt schon auf dem Schoß bei dem Ralf. Ja, ich finde das unglaublich effektiv, also so schon zu nutzen, das ist ein kleines Kissen, Sie sehen es hier, gar nicht so groß, aber sehr, sehr effektiv. Es hat die Größe von 30 x 40 cm und hier, das ist jetzt so ein kleines Heizkissen. Wir sehen es am Kabel hier, großzügig lang mit über 1,50 m Länge und jetzt mache ich es an und habe hier eine Wärme. Und das ist jetzt natürlich auf verschiedene... Jetzt komme ich zu dir kuscheln. Ja, ja. Oh, ist das warm. Siehst du, das ist jetzt auf verschiedene Art und Weise natürlich einsetzbar. Einmal, du kannst es ja einfach hier auf den Schoß legen und die Hände wärmen, den Schoß wärmen. Aber es gibt viele, die haben oftmals Verspannungen im Rücken. Und ja. Da nimmt man diese Wärmepflaster. Ja. Ja. Und muss nicht sein. Ja? Sondern leg dir einfach dieses Kissen in den Rücken, schalte es an und dann hast du diese wohlige Wärme eben im Rücken. Oder, wir sehen es hier, du benutzt es einfach als Sitzkissen. Und dann wird dein Sitz... Gerade Ledersitze sind ja oftmals ein bisschen kälter, ja? Dann wird dein Sitz richtig schön warm und das in Sekundenschnelle. Also man merkt es jetzt schon richtig deutlich, diese Wärme hier durch die Jeans, durch meine Hände. Also ich empfinde das jetzt als sehr, sehr angenehm. Das ist praktisch eine Sitzheizung für zu Hause. Richtig, so könnten wir sagen. Wir haben es ja gerade vom Einkuscheln im Sofa. Und wenn es dann noch ein bisschen kalt ist, oder du eben, und oder, du auch so leichte Beschwerden hast, auch in anderen Gelenken, ja. Lass das mal in den Knien sein oder in den Schultern, dann legst du dir einfach diese Wärmedecke zum Beispiel hier ein bisschen auf die Schulter oder in den Nacken oder natürlich in den Rückenbereich und wärmst die Stelle. Und das ist ein unglaubliches Wohlgefühl hier, das du durch so ein kleines Kissen dir nach Hause holen kannst. Und man kennt Wärmflaschen oder zum Beispiel diese Kirschkernsäckchen, die man dann, glaube ich, in der Mikrowelle oder im Backofen aufwärmen muss, aber die bleiben vielleicht mal 3-4 Minuten warm und dann muss man sie wieder aufwärmen. Und was du da hast, am Anfang sind sie zu heiß, du machst sie eine Minute oder zwei, diese Kirschkernsäckchen in die Mikrowelle, legst du zum Beispiel, wenn dir der Rücken wehtut, auf den, in den Rücken, verbrennst dir erst den Rücken, nach wenigen Minuten ist es wieder zu kalt, dann musst du es wieder in die Mikrowelle machen. Hier kannst du zwischen zwei Stufen wählen, wir sehen hier, ich habe jetzt mal Stufe 2 eingeschaltet, aber und dann kannst du die Wärme einstellen und das bleibt dann eben, wird nicht zu heiß am Anfang und bleibt in einer konstanten Wärme. Selbstverständlich, alle Sicherheitsaspekte, also Überhitzschutz, alles hier dran gedacht. Da kann also nichts passieren. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass du dich danach wohler fühlst. Aber das, finde ich, ist ein toller Effekt. Also ich finde, ich muss das mal ausprobieren, oder? Ja, ich gebe es dir gerne. Eingeschaltet ist es noch. Oh. Es ist schön warm. Oh, ist das warm. Es wird immer wärmer. Oh, ist schön. Oh, ich will das als Kissen. Kannst du ja auch nehmen. Jetzt rollst du es einfach ein bisschen zusammen oder, und machst es, ja. Oder legst es dir aufs Kissen. Das ist natürlich auch selbstverständlich möglich. Ich habe das auch gerne im Rücken. Weißt du, durch die Größe, durch diese Größe bist du auch extrem flexibel, wo du das einsetzt. Eben am Rücken, im Nacken, am Hintern haben wir gerade gesehen. Ja. Oder auch am Bauch, je nachdem, wo du jetzt gerade Wärme brauchst. Und Wärme tut eigentlich fast immer gut. Total, da habe ich gar keine Angst mehr vom kalten Wetter. Ich habe immer Angst, wenn es dann so ganz, ganz schnell kalt wird, dann denkt man, oh nein. Aber wenn man so ausgestattet ist, dann kann die Kälte kommen. Ja, und hier steht was. Guck mal, anschmiegsam wie eine Katze. Jetzt ist das Problem, solltest du das irgendwo liegen haben und einschalten und dann noch kurz was zu trinken gehen, hast eine Katze zu Hause, kannst du ganz, ganz sicher sein, die Katze liegt drauf. Und dann gibt es ja viele Katzenmamas, wir haben auch so eine in der Firma, die würde alles tun, aber niemals eine Katze verscheuchen. Ja, das stimmt. Also da aufpassen, da musst du Revier verteidigen, wenn du eine Katze hast. Aber das sieht man auch, die wissen ja auch, wo es schön ist, wo es warm ist, wo es kuschelig ist. Es fühlt sich ja auch so richtig schön an. Das ist richtig kuschelig hier.
Und das ist eben so eine Kleinigkeit, die habe ich irgendwo liegen. Und wenn es mir zu kalt wird, weiß ich wieder, ich hole sie raus. So, wie du vorhin gesagt hast, mit dem Kirschkernsäckchen. Ja. Aber hier eben mit längerer Wirkung. Ich kann die ja so lange auf mir oder auf den Stellen liegen lassen, wie ich möchte, bis ich mich wieder wohler fühle, von mir aus auch den ganzen Abend. Und hier habe ich gesehen, sind so Druckknöpfe dran. Das heißt, man kann das auch rausholen. Richtig, ne? Das wird ja irgendwann mal schmutzig werden. Ja, könnt, spätestens nachdem, nach der Katze? Ja, spätestens nach der Katze. Dann kannst du das abnehmen und kannst es dann ganz einfach waschen. Da ist auch, aber ist alles natürlich bestens beschrieben in der deutschen Bedienungsanleitung, die wir mit dabei haben. Also gar keine Angst, waschbar ist es auch. Das ist ein ganz, ganz fantastisches Heizkissen. Und jetzt gehen wir in Einzelhandel und gehen wir in so Haushaltswarengeschäfte und schauen mal nach so Heizkissen. Ja. Ja, Heizdecken fast unbezahlbar mittlerweile. Und dann Heizdecken mit so einem kuscheligen Obermaterial. Ja, da zahlst du dann auch 30, 40, 50 Euro. Ja, natürlich. Ich finde, muss nicht sein. Klar, klar, auf jeden Fall. Ein wahnsinnig fantastischer Preis für dieses tolle Kissen. Denn bei Pearl TV gibt es das Kissen für 16,06 €. Und da haben Sie natürlich alles dabei, dieses tolle, kuschelige Kissen. Und natürlich hier auch die Fernbedienung, die auch sehr einfach und praktisch ist. Denn man sieht hier, welche Stufen man anhat. Jetzt habe ich die 2 an. Na, mir ist immer kalt, deswegen brauche ich die 2. Hier ist die 0. Und hier ist die 1. Ziemlich einfach, würde ich sagen, ja, oder? Denkbar einfach und sehr, sehr effektiv. Mit der NX7213 und der 569 bekommen Sie dieses fantastische Heiz-Sitz- und Rückenkissen, wird es genannt. Ja, natürlich. Sitz- und Rückenwärmekissen. Ganz, ganz toll, flexibel und anschmiegbar. Ich bin schon ein totaler Fan, Ralf, von diesen Kissen. Ja, und jetzt wirst du noch mehr Fan werden bei unserem nächsten Produkt. Weil, ja, jetzt ist die Zeit und viele, viele Männer haben das zu Hause schon gehört von ihrer Frau. Ich habe kalte Füße. Das kennen wir alle, wir Herren. Und ab und zu erwischt es uns auch. Aber wir sind dann meistens draußen irgendwo unterwegs und dann kriegt man kalte Füße. Aber egal, ob Männlein oder Weiblein, wir haben jetzt das perfekte Mittel gegen kalte Füße. Und Jana hat sie gerade schon angezogen. Und das ist auch wieder sowas. Ich merke schon, du gehst voll ausgestattet hier aus der Sendung raus. Und wenn du jetzt siehst, oben am Bund, da siehst du jetzt dieses kleine Batteriefach. Ja? Und da kannst du jetzt einfach eine Wärmefunktion zuschalten. Und jetzt gerade, also wir Männer denken da vielleicht mal an den Weihnachtsmarkt, wenn du draußen bist bei Minustemperaturen. Und jetzt sehen wir das rote Licht. Und jetzt geht die Wärme durch deine ganzen Füße bis hinunter zu den Fußsohlen und den Zehen. Egal wie kalt es draußen ist, deine Füße werden hier gewärmt. Und jetzt kannst du das natürlich unter die Hose oder unterm Rock verstecken so oder Stiefel anziehen. Ja. Und dann hast du, egal wie kalt es draußen ist, perfekt warme Füße. Ich habe das auch schon ausprobiert. Ich habe es sogar schon mal hier im Studio ausprobiert. Ich habe nämlich so Winterboots und das passt perfekt. Die gehen so ungefähr bis hierher. Und dann habe ich sehr gerne zum Beispiel Wollkleider an im Winter. Und dann ist dieses kleine Batteriefach sofort versteckt und ich habe ganz, ganz warme Füße. Und es ist vor allem auch jederzeit erreichbar. Jetzt Genau. Also wir haben hier eine Temperatur bis zu 49 Grad, die erzeugt werden kann. Irgendwann hast du mal warme Füße und sagst, okay, jetzt schalte ich wieder aus. Die Wärme wird ja auch noch gespeichert. Und dann kannst du aber, wenn du wieder kalte Füße kriegst, jederzeit wieder zuschalten. Aber nicht nur unterwegs, auch zu Hause. Viele haben so dicke Wollstricksocken zu Hause, die vielleicht sogar noch die Oma gestrickt hat. Die schon 30 Jahre oder 40 Jahre überlebt haben, aber einfach für die warmen Füße. Und dann würde ich sagen, ist es mal Zeit zu wechseln. Ja, ja, definitiv. Und dann einfach mal solche Wollsocken anziehen, die ich dann eben mit dieser tollen Heizung einschalten kann und dann entsprechend mir die warmen Füße besorge. Wir haben hier übrigens verschiedene Größen. Also da werden wir Ihnen, glaube ich, auch gleich noch eine Schautafel zeigen mit den Bestellnummern für die einzelnen Größen. Es muss einfach jede Frau solche Kniestrümpfe haben. Und ich bin mir auch sicher, dass es ganz, ganz viele Männer gibt, die das auch brauchen. Sie müssen ja nicht erzählen, dass sie die anhaben. Zum Beispiel, wenn sie ins Stadion gehen, ne? Dann können sie die anziehen. Da steht man lange in der Kälte oder hat einen Sitzplatz, dann frieren die Füße. Sie müssen das ja niemand erzählen. Wir wissen ja, dass sie das nicht gerne zugeben. Aber die sieht man gar nicht, können sie super unter der Hose verstecken. Und dann merkt das auch keiner. Wir Männer leiden heimlich. Genau. Ja.
Naja, wenn ihr krank seid, leidet ihr ziemlich laut. Ja, das habe ich schon oft gelesen. Also bei mir gilt es Gott sei Dank nicht. Ich weiß ja, der Männerschnupfen und Schnupfen soll angeblich tödlich sein. Oh, Männerschnupfen ist tödlich, ja. Ist tödlich, ja. Also eine mit der gefährlichsten Krankheiten der Zivilisation. Aber bei mir ist es nicht so. Aber ich gebe auch mal zu, wenn ich kalte Füße habe. Aber es ist wirklich so. Ich friere ganz selten. Aber jetzt Weihnachtsmarkt. Du möchtest nicht unbedingt die Moonboots auspacken. Du nimmst ein bisschen dünnere Schuhe, dann diese Strümpfe drunter. Und dann ist es hervorragend. Jetzt sehen wir übrigens die Bestellnummer eingeblendet für die Größe 43 bis 46. Genau. Also jetzt kommen wir in die Herrendimensionen. 14,16 € kosten diese fantastischen Kniestrümpfe. Und hier sehen wir jetzt die Größentabelle. Größe 35 bis 38 mit der NX7157 und der 569. Größe 39 bis 42 mit der NX7158569. Und die Größe 43 bis 46 mit der NX7159. Und das zu einem fantastischen Preis für nur 14,16 €. Das bezahlt man ja beim richtig guten Kniestrümpfen schon ohne Beheizung, ne? Ja, und hier Fall. Haben wir das mit Heizung, nie wieder kalte Füße, die bleiben kuschelig warm. Ja. Tolles Geschenk für Frauen. Das eben das, was ich mal gesagt habe, wenn die Füße kalt sind, dann kommt so ein Unwohlsein. Ja. Das kriecht so durch den ganzen Körper hoch. Ja. Und da passt natürlich auch unser nächstes Objekt der Begierde, denn hier haben wir einen Keramikheizlüfter. Keramik? Ja, also gehen wir erstmal zum Unterschied. Nein, innen, diese Heizelemente sind aus Keramik. Wir kennen das mit diesen Spiralen, die kennen wir, diese Glühdrähte. Ja, genau. Ja, die kennen wir, aber hier bei Keramik hast du natürlich zwei Vorteile. Erstens mal sind die wesentlich langlebiger. So ein Glühdraht, der kann auch mal durchbrennen und dann ist er kaputt, der Heizlüfter. Und zum Zweiten, diese Keramik wandelt 100% hier der Energie in Wärme um. Da wird nicht an Licht oder andere Quellen vergeben, sondern Wärme. Und hier mit 1500 Watt, das sind zwei Temperaturstufen. Und jetzt angenommen, du sitzt am Schreibtisch, hast kalte Füße, einfach mal so einen Heizlüfter unten dran. Oder wenn du irgendwo schnell mal was aufheizen willst. Jetzt im Moment ist es ja wirklich so, sobald die Sonne untergeht, wird es kalt, außer wenige Nächte, aber es wird richtig kalt und es wird jetzt immer kälter werden. Ja. Und da möchtest du nicht die komplette Heizungsanlage hochdrehen, volle Pulle, im Bad geht ja auch immer ein, zwei Stunden, bis es warm ist. Dann stellst du jetzt zum Beispiel ins Bad einfach diesen kleinen Heizlüfter und dann machst du es dir angenehm warm. Gerade im Bad finde ich das so wichtig, wenn man aus der Dusche kommt und dann ist das Badezimmer kalt, weil die Heizung noch nicht richtig aufgeheizt hat oder das einfach nicht ausreicht, ne? Diese Wärme. Ne? Wir haben wieder das Frauenproblem, wir frieren immer. Super kompakter Heizlüfter ins Bad rein, anstellen und dann hat man es gleich mollig warm. Richtig. Und wir haben hier verschiedene Optionen. Also du kannst drei Einstellstufen. Die erste ist einfach nur ein Ventilator. Jetzt hast du also auch für den Sommer mal frische Luft. Dann haben wir Heizstufe 1, Heizstufe 2. Hier können wir jeweils die Temperatur noch mal regeln. Ich gehe jetzt mal auf die Heizstufe 2 und dann wirst du hören, da ist auch ein Thermostat drin. Guck mal. Hörst du das? Jetzt schaltet er ein. Diese Temperatur hier ist noch nicht erreicht. Wenn die erreicht wird, schaltet er aus. Und zusätzlich haben wir hier noch die Oszillation, also diese Schwingfunktion. Du siehst es, jetzt wird es auch gleichmäßig im Radius im Raum verteilt. Ich habe ja immer ein bisschen Angst bei Heizlüftern, wenn die mal umfallen, dass dann irgendwas brennt. Dann pass mal auf. Merkst du was? Jetzt ist es aus? Ja, wir haben hier unten, und das schauen wir uns jetzt nochmal an, man hört es, glaube ich, deutlich. So, jetzt schauen wir es uns aber mal an. Hier unten so einen kleinen Kickschalter. Hier. Und sobald dieser Kontakt weg ist, geht der aus. Also, absolute Sicherheit. Sehr und du gut. hast recht, das passiert oft. Jetzt überleg dir mal so einen Heizlüfter, weil da kommt ganz schön Wärme raus. Vor allem bei den Spiralen ist es noch schlimmer. Ja. Der fällt so auf die Wäsche oder auf ein Handtuch. Dann läuft der so eine halbe Stunde, kein Mensch merkt es und plötzlich brennt es in der Wohnung. Ist natürlich ein häufiger Grund hier. Deshalb auf Safety First heißt es so schön auf Neudeutsch. Also Sicherheit zuerst. Und sobald eine Sache passiert, ist er sofort aus und den kannst du auch, der schaltet sich auch wirklich nur wieder ein, wenn er wieder auf ebenem Untergrund steht. Und du hast es jetzt gerade schon so schön gehalten. Ich finde das ganz toll, dass der hier so ein praktischer Tragegriff hier oben hat. Ja, das ist ganz einfach mitzunehmen in jeden Raum, wo man ihn braucht oder auch zum Camping zum Beispiel.
Camping, wenn du Strom hast, selbstverständlich, ja, machst du mal dein Zelt oder dein Wohnmobil, machst du mal ein bisschen wärmer. Aber eben Bad ist interessant. Vielleicht auch unterm Tisch mal, um die Füße zu wärmen. Dann selbstverständlich, wenn man Kinder hat, Wickeltisch in der Nähe des Wickeltischs. Ja, oder im Kinderzimmer einfach kommen, ich heiz jetzt mal kurz eine Viertelstunde rein. Dann brauche ich nicht die große Heizung anzumachen. Und es ist enorm, was hier für eine Wärmeentwicklung kommt bei 1500 Watt. Und das Schöne ist, man muss jetzt auch nicht erschrecken wegen Stromverbrauch bei 1500 Watt, weil das setzt du ja punktuell ein. Ja. Du machst das wenige Minuten im Bad, sagen wir jetzt mal, gehst rein. 3 Minuten bevor du ins Bad gehst, machst du einen Heizlüfter rein, dann hast du schon mal richtig schön warme Luft. Weil hier ist es ja nicht so, dass wir eine ewig lange Vorheizzeit brauchen, sondern du merkst es auch gleich, du schaltest ihn ein und hältst die Hand vorne dran und es wird warm. Du hast sofort hier also auch keinen Zeitverlust. Ja. Sofort wird man gewärmt, das finde ich ganz toll. Und was ich auch noch fantastisch finde, der ist so leise. Der ist sehr, sehr leise. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt noch für mich. Das stört dich auch nicht, wenn du jetzt zum Beispiel mal im Büro bist oder ähnliches, dann würde dich das Geräusch auch nicht stören. Ja, ganz leise. Also, der ist jetzt an und ich höre nichts. Ja, jetzt muss ich auch sagen, jetzt haben wir das Gebläse nicht an, aber das mache ich jetzt gerne mal an. Guck mal, jetzt habe ich das Gebläse wieder an, aber wir merken, es ist so ein leichtes Rauschen. Da habe ich schon ganz, ganz andere gehört. Absolut. Und vor allem habe ich schon ganz, ganz andere Preise gesehen, gerade für Keramikheizlüfter. Ja? Die liegen auch im Normalfall weit über 40 Euro. Ne? Und hier kriegen wir das eben wieder mal zum TV-Sonderpreis. Das ist jetzt ideal für die Übergangszeit. Aber auch um wirklich mal punktuell zu heizen. Für nur 23 Euro, liebe Zuschauer, und 66 Cent bekommen Sie diesen fantastischen Keramikheizlüfter. Ich kannte das gar nicht, Keramikheizlüfter. Ja, da gibt es ja die unterschiedlichsten. Ja. Also eben, man kennt diese Spiralen, die sieht man auch immer von außen. Das ist dieser gewickelte Draht, der anfängt zu glühen. Ja. Der braucht übrigens auch länger, bis er warm wird. Klar, der muss erst hochfahren. Und die Gefahr, dass so ein Draht mal durchbrennt, ist natürlich wesentlich höher. Und wenn der mal durch ist, keine Reparatur, das lohnt sich nicht, wegschmeißen, neuen kaufen. Und mit so einem Keramikheizlüfter wirst du also wesentlich länger Freude haben. Dann überlegen Sie sich jetzt mal ein schönes Plätzchen, liebe Zuschauer, für diesen tollen Keramikheizlüfter. Sehr, sehr klein und kompakt mit Tragegriff passt der doch überall in Ihre Wohnung. Und das braucht man jetzt einfach. Also wir haben natürlich auch Heizungen in unserer Wohnung, aber die dauern ziemlich lang, bis die warm sind und auch nachts werden die ausgeschalten. Ich glaube, ab 11 Uhr bis 6 Uhr morgens haben wir keine Heizungen dann nachts und da muss bei mir auch auf jeden Fall ein Heizlüfter rein. Es gibt aber noch Heizlüfter bei uns im Programm, die, wo man gar nicht am Anfang denkt, dass das ein Heizlüfter ist. Ja, so, ich sag mal Designobjekte. Und genau zu so einem kommen wir jetzt, wenn wir uns diesen Heizlüfter, das ist im Prinzip auch nichts anderes als ein Heizlüfter, anschauen. Wir sehen hier eine offene Flamme. Sehen Sie das? Da brennt's. Wir sind vorhin extra mit dem Feuerzeug dran und haben angezündet. Nee, war natürlich ein Scherz, weil das ist eine Illusion einer Flamme. Deshalb kann ich jetzt hier auch jederzeit mit der Hand drauf. Sie sehen die Holzscheite, die hier wunderbar glühen und hier hinten züngeln die Flammen. Das ist einfach eine perfekte Illusion. Und jetzt haben wir aber, jetzt kommen wir wieder zu dem, mit dem Elektrokamin, haben wir auch einen Wärmeeffekt. Also ich kann ihn jederzeit auch nur so aufstellen, einfach nur mit dem Feuer als Illusion. Das sieht schon unglaublich toll aus, aber ich habe hier unten auch, da siehst du 4 Knöpfe. Der rechte, das macht das Licht an, also das Feuer. Und dann haben wir Heizstufe 1, Heizstufe 2 und dann haben wir die Oszillation. Also auch hier, wie wir es gerade sehen, dreht sich der Heizlüfter und gibt eben diese schöne Wärme. Aber hier in einem unglaublich tollen Design. Mir wird hier alleine vom Anschauen schon warm. Dieses Feuer, das man sieht, das ist so echt gemacht, dass man da gleich diese mollige Wärme spürt, obwohl er noch gar nicht an ist. Und natürlich, es sieht es absolut nicht aus wie ein Heizlüfter. Nein, es ist einfach ein Designobjekt. Dann siehst du das Ganze auch noch gepaart mit dieser Klavierlackoptik. Es sieht unglaublich schön aus und es sieht wirklich aus wie so ein kleiner offener Kamin. Jetzt offener Kamin hat natürlich den Riesennachteil. Du hast Ruß, du hast Asche, du hast Dreck, du brauchst die baulichen Voraussetzungen und die sind richtig teuer. Ja. Dann musst du Holz kaufen und so weiter und so fort. Brandrisiko hast du auch noch. Und hier habe ich jetzt eben durch diesen Heizlüfter die Illusion eines offenen Kamins bei mir zu Hause, aber ohne diese gesagten Nachteile, sondern ich habe hier nur Vorteile. Du hast schon gesagt, allein im Kopf
spielt sich das ab, wenn ich das Feuer sehe, dass ich meine, es ist warm. Aber jetzt können wir uns auch mal anfühlen, wie warm das wird. Ich gehe mal auf die zweite Heizstufe und dann wirst du sehen, wenn du jetzt mal die Hand nach vorne dran hältst, dass hier sofort eine kuschelige Wärme rauskommt und dass du dich eben sofort wohlfühlst. Dann passt auch das Bild zu fühlen. Ja, und ich wünsche mir so, schon so lange einen Kamin, aber wir sind in einer Mietwohnung und da geht das nicht, da darf man das nicht. Und dann hat man hier diese wunderschöne Kaminoptik und wie ich gerade gesagt habe, man guckt in dieses Feuer und man bekommt gleich dieses Gefühl von Wärme. Es ist Carlo Milano, ein absolutes Markenprodukt und dieses Design von Carlo Milano begeistert mich immer wieder. Es ist auch unglaublich schön, natürlich Sicherheit auch wieder first. Wir sehen hier zwar einen sehr, sehr großen Fuß, du siehst, da steht also unglaublich stabil. Ja, da kann praktisch gar nichts passieren. Nee. Also selbst wenn du mal so draufklopfst oder dagegen kommst, der fällt nicht um. Fällt nichts, ja. Aber wenn du jetzt, wenn er doch mal irgendwie umfallen sollte, hast du das Klicken wieder gehört. Sehr gut, da auch sehen hier dabei. Geht sofort aus, wir sehen es jetzt auch am Licht. Also sobald er die feste Standhaltung verliert, schaltet er aus. Und das auch wieder ein ganz, ganz wichtiger Sicherheitsaspekt. Schauen Sie sich mal ein bisschen in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Haus um, liebe Zuschauer, wo dieser fantastische Elektrokamin ein Plätzchen findet, der passt einfach zu jeder Einrichtung. Ja, mit diesem Schwarz, das ist ja absolut zeichlos. Egal, ob du Holz oder ob du ganz modern eingerichtet bist, das ist ganz, ganz egal. Es passt überall hin. Und auch hier sind wir flexibel. Hinten drin, da ist noch ein Haltegriff. Das heißt, du kannst den jederzeit auch von einem Raum zum anderen, wenn du eben mal zwischendurch heizen willst. Und jetzt stelle ich mir das gerade mal vor. Badewanne, da machen ja viele die Kerzen außenrum. Und dann machst du nicht die Heizung an, sondern stellst jetzt diesen Ofen zum Beispiel irgendwo neben die Badewanne. Ja? Also auf die Fensterbank von mir aus. Und dann hast du noch diese offenen Flammen als Effekt. Also das ist doch, ich sag jetzt mal, Romantik pur, oder? Absolut Romantik pur. Ralf, du bist hier total der Romantiker. Ja, jetzt noch ein paar Rosenblätter. Oh, jetzt ist es interessant hier. Rosenblätter. Ja. Aber man bekommt dieses Gefühl, wenn man diesen, ich kann nicht Heizlüfter nennen, das sieht nicht aus wie ein Heizlüfter, diesen wunderschönen Kamin. Elektrokamin, aber es hat diese Funktion von einem Heizlüfter, oder? Richtig, genau. Aber elektrisch jetzt, nicht mit der Keramik, sondern elektrisch erzeugt. Und hier unten sehen wir auch, du siehst unten diese kleinen Schlitze. Da kommt jetzt die, wenn du das willst, diese warme Luft raus. Wird da leicht rausgepustet eben, aber auch wieder in zwei Stufen. Du kannst also, ich sag mal, warm und heiß einstellen. Ja. Ja? Und hier, es ist einfach unglaublich schön. Guck mal, diese Nahaufnahme von der Glut. Und selbst hier, wir sind jetzt also wirklich auf Zentimeter dran, meinst du doch, da glüht wirklich was. Ja. Ja, und hier die absolut. Flammen, das sieht die Flammen so im Hintergrund. Echt aus. Also unglaublich schön gemacht. Es ist halt ein Designobjekt von Carlo Milano. Und Carlo Milano, der weiß, was er macht. Und der hat einfach ein Auge für Schönheit, gepaart natürlich mit Funktionalität. Das absolut, das kann Carlo Milano. Und jetzt haben wir noch einen fantastischen Preis, liebe Zuschauer. Denn dieser wunderschöne Elektrokamin kostet heute nur 66,41 €. Da ist es gleich zuschlagen. Ich bin mir sicher, Sie haben das Plätzchen zu Hause schon gefunden, wo der hin soll. Bestellen Sie ganz schnell mit der NC5453 und der 569. Und dann bekommen Sie diese Atmosphäre, wenn man in Feuer schaut, ich kann stundenlang in Feuer schauen und das kann dieser Elektrokamin, diese ganz tolle romantische Wärme da ausstrahlen. Das finde ich fantastisch. Ich möchte einen. So, und jetzt kommen wir zum ganz, ganz anderen Thema. Ja, oftmals ist dicke Luft zu Hause, aber ab und zu ist auch trockene Luft zu Hause. Ja. Und das passiert hauptsächlich auch natürlich im Winter durch die Heizungsluft. Und man merkt das selber an einem, wenn man immer wieder anfängt, so zu machen. Das mache ich. Ihr Frauen holt dann 10-mal mehr den Labello aus der Handtasche und macht euch eure Lippen nach. Und gegen diese trockene Luft haben wir hier jetzt etwas ganz Perfektes, nämlich einen Luftbefeuchter und der arbeitet mit Ultraschall. Jetzt würde ich im ersten Moment, wenn ich den sehe, denken, hier kommt Rauch, also Dampf raus, heißer Dampf. Ja. Jetzt bitte ich dich doch mal, dir die Finger zu verbrennen und einfach dann mal mit der Hand drüber zu gehen. Und dann wirst du etwas Überraschendes erleben. Also du bist sicher, dass nichts passiert? Ich darf da jetzt mit der Hand dran. Warten wir noch, bis die Kamera wieder da ist. Das sieht nämlich wirklich heiß aus. Ja. Also wenn man es hier jetzt gerade im Zuspieler sieht, das sieht aus wie so richtiger Dampf. Ja, Dampf hat normalerweise 100 Grad. Das heißt, du hättest jetzt ein bisschen Gefahr, dich zu verbrühen. Aber wir werden es gleich sehen oder du wirst es gleich merken. Hier herrscht überhaupt keine Gefahr, denn wir arbeiten hier nicht mit Hitze, sondern mit Ultraschall.
Ein Luftbefeuchter sollte jeder zu Hause haben, weil gerade jetzt in dieser Winterzeit hat man dieses Heiz, wenn man viel heizt, hat man diese trockene Luft ganz arg zu Hause. Ne? Das merkt man dann an der Haut zum Beispiel. Ich habe immer ganz trockene Haut im Winter. Ja, und es gibt noch einen ganz, ganz anderen. Jetzt kannst du mal drüber gehen. Jetzt sehen wir es mal. Da sehen wir den. Ein bisschen Angst. Mach nur. So, jetzt guck mal. Das ist ja kalt sogar. Also nicht kalt, aber doch kalt. Siehst du, und das ist so ein Vernebler. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Thema. Viele haben ja auf dem Balkon oder der Terrasse ihre Pflanzen. Und die werden dann, weil sie nicht winterfest sind, im Winter jetzt also reingeholt. So, und drin haben sie es dann warm, aber irgendwann lassen sie trotzdem die Köpfe hängen. Ja. Welke Blätter gehen kaputt. Das liegt dann nicht an der Temperaturumstellung, sondern an der Luftfeuchtigkeit. Da kannst du auch gießen, wie du willst. Wenn die Umgebung der Luftfeuchtigkeit nicht stimmt, dann gehen die Pflanzen ein. Und wenn du jetzt irgendwo solche Pflanzen hast, ist so ein Luftbefeuchter natürlich auch hervorragend. Und deine Pflanzen, die werden es dir danken. Ganz, ganz sicher. Und auch eben man selbst. Ne? Ja, also dieses Hautproblem habe ich wirklich jeden Winter, dass ich ganz, ganz trockene Haut habe. Und dann sagt meine Mama auch immer, das liegt an der trockenen Heizluft in deiner Wohnung. Richtig, genau. Aber du kannst da im Prinzip gar nichts dagegen machen. Öfter mal lüften, dann kommt wieder, je nachdem wie feucht es draußen ist, kriegst du wieder frische Luft rein. Aber mit so einem wirklich hier Luftbefeuchter machst du das optimal. Braucht auch ganz, ganz wenig Strom. Da brauchen sie sich gar nicht den Kopf drüber zu zerbrechen. Und es ist auch wirklich, es ist sehr, sehr hygienisch. Mhm. Ja? Und es gibt sogar, ich habe es auch schon gesehen, die gehen mit so einem Zerstäuber an die Pflanzen. Aber da kriegen sie ja auch nur Wasser und keine Luftfeuchtigkeit. Stimmt. Du erhöhst dadurch nicht die Luftfeuchtigkeit. Ja. Und mit dem machst du das eben für dich, fürs Wohlbefinden. Es ist auch einfacher zu atmen, wenn eine gewisse Luftfeuchtigkeit erreicht ist. Wenn es zu feucht wird, natürlich, dann wieder ausmachen. Das merkst du, dann fängst du an zu schwitzen, ohne dass es warm ist bei der hohen Luftfeuchtigkeit. Kann hier mit diesem Gerät eigentlich gar nicht passieren. Aber man hat Probleme beim Atmen, wenn es zu trocken ist. Ja, du hast dann auch immer so einen trockenen Hals. Du hast immer das Gefühl, dein Mund ist zu trocken. Ja. Und das passiert eben ganz, ganz extrem in der Heizperiode. Und mit so einem kleinen Gerät kannst du das wirklich ganz, ganz schnell beseitigen. Und ich darf es mal umdrehen, weil hier leuchtet noch was auf der anderen Seite. Ja, da sind zwei ganz wichtige Komponenten. Du siehst hier den Regler natürlich, denn du kannst die Intensität auch einstellen. Das heißt, du kannst mehr oder weniger hier Wasser verdampfen. Ich sage jetzt extra mal wieder verdampfen, auch wenn es natürlich nicht stimmt, wenn wir verdampfen nicht. Und wir gehen mal, du siehst jetzt hier, wenn mir das zu viel ist, dann gehe ich einfach ein klein wenig zurück. Und wir sehen jetzt auch, siehst du, der Rauch wird, also der Dampf wird weniger. Jetzt ist er kaum noch zu sehen, es dampft aber immer noch. Und jetzt drehe ich mal wieder volle Pulle auf. Siehst du das, wie schnell der reagiert? Ja, Wahnsinn. Ja, und jetzt haben wir diese Luftfeuchtigkeit wieder. Wenn du jetzt mal, auch wichtig ist, wenn du mal in so Gewächshäuser gehst, botanische Gärten, da siehst du überall. Stimmt, sieht man das da immer. Siehst du die Geräte nicht, aber du siehst diesen Dampf, diesen der da Dampf, rauskommt, weil, weil die Pflanzen ja diese Luftfeuchtigkeit brauchen. Also das ist ein Gerät für Mensch, normal sagt man für Mensch und Tier, ich sage jetzt für Mensch und Pflanze. Da hinten sehen wir es auch. Hier, die Palme. Ja? Das sind so die typischen Pflanzen, die man sehr, sehr mag und vielleicht auch jahrelang gehegt und gepflegt hat. Und wenn du die dann in die trockene Luft reinhaust, dann kämpfen die mit dem Überleben. Und dann im Frühjahr, wenn man Glück hat, kriegt man sie wieder hoch. Wenn nicht, sind sie einfach kaputt. Und auch das kannst du natürlich mit so einem einfachen Gerät hier umgehen. Und den Pflanzen geht's gut, dir geht's gut. Was will man mehr? Und das zu einem fantastischen Preis. Für 28,41 €, liebe Zuschauer, bekommen Sie diesen Ultraschall-Luftbefeuchter mit der PE4717 und der 569. Finde ich ganz, ganz wichtig, dass man das hat im Winter, wirklich in jedem Haushalt. Passen Sie ein bisschen auf sich auf, gerade wenn es wieder kälter wird und dann trocken ist in der Wohnung, dann sollte der wirklich für Sie und Ihre Pflanzen, für Ihre Haut, für Ihre Atemwege, sollte der definitiv in jedem Zimmer stehen, beziehungsweise im Haushalt einfach da sein, ne? Auf jeden Fall. Und es führt wirklich zu Wohlbefinden. Und ich habe so ein Gerät erst neulich gesehen. Es gibt so Abende einer Firma, die dann die solche Sachen vorstellt. Ja. Und da kostet wirklich so ein Ultraschall-Luftbefeuchter, kostet dann 99,90 € im Sonderangebot. Und das sind aber handelsübliche Preise. Ja. Und hier kriege ich das eben wesentlich günstiger. Aber lassen Sie uns das Thema wechseln. Jetzt kommen wir doch zur dicken Luft, die ich vorhin schon mal angesprochen habe. Ja, dicke Luft
meine ich jetzt nicht im zwischenmenschlichen Bereich, sondern wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und man sieht das übrigens unglaublich gut, wenn jetzt mal die tiefstehende Sonne in eine Scheibe reinscheint und nur so einen leichten Sonnenschein gibt. Ja? Ja. Und dann siehst du in diesem Sonnenschein drin plötzlich, boah, was hab ich denn alles in der Luft? Oh ja, das ist peinlich, wenn man und, das sieht. Und das ist nur das, was sichtbar ist. Hausstaub oder ähnliches. Oh, guck mal, da haben wir so eine Aufnahme. Ja, genau ja, so. Das genau kennen so wir alle aus. Von zu Hause. Ja. Ja? Und dann denkt man, boah, was hab ich? Ich sollte mal wieder staubsaugen, aber in der Luft tust du ja nicht staubsaugen. Ja. Es ist einfach so. Du hast und nicht nur Staub, nicht nur Hausstaub, sondern du hast natürlich auch Pollen im Frühjahr oder Viren, Bakterien. All das keucht und fleucht in der Luft. Und jetzt haben wir hier ein kleines Wundermittel. Sieht erstmal schick aus im Design, unser Luftreiniger. Und vor allem, er beseitigt das, was wir jetzt gerade gesehen haben, das beseitigt unser Luftreiniger. Ich konnte das nicht glauben. Wo ich den Luftreiniger das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, so ein kleiner Luftreiniger, was kann denn der? Jetzt sehen wir es hier ganz toll in der Grafik. Der bekämpft Staub, der bekämpft Milben, Zigarettenrauch, Viren und Bakterien und sogar Pollen. Die zieht er aus der Luft raus, also die verunreinigte Luft zieht er dann da rein und dann filtert er das da drin. Ja, der macht zweierlei. Der filtert einmal mit unserem elektrostatischen Filter und zieht jetzt diesen Hausstaub zum Beispiel und ähnliches raus. Und zum anderen ist ein Ionisator drin. Das heißt, die Luft wird mit Anionen angereichert. Und diese Anionen, die spalten die Geruchsmoleküle zum Beispiel, was jetzt in der Grafik gar nicht aufgeführt war, Gerüche, Katzenklo. Oder wenn du mal richtig streng gekocht hast und riecht hervorragend, während du isst, aber danach irgendwann mal sollte man diese Gerüche wieder loswerden. Ja. Und dann hier natürlich auch Zigarettenrauch. Dann stellst du ihn einfach an. Jetzt in dem Fall, wir haben hier zwei Modi auf Turbo. Ja, und dann macht er ruckzuck, macht er deine Luft wieder sauber. Jetzt haben viele so Duftkerzen zu Hause oder so Raumsprays. Und danach riecht es dann auch nach Meeresbrise, nach Vanille, nach Orange, nach was weiß ich alles. Ja. Aber mit dem gehst du ja nicht an die Wurzel des Übels, denn du übertünchst nur. Du überdeckst den Geruch mit einem anderen Geruch. Und hiermit reinigst du eben die Luft und hast dann wieder die reine Luft zum Atmen. Und da ist ein Filter drin, ne? Ja, den können wir uns jetzt gleich mal anschauen. Darfst du auch gerne selber rausholen. Oben siehst du einen kleinen Haken und wenn wir da dran dann ziehen, dann kommt der elektrostatische Filter raus. Ja, einfach hier oben ziehen? Genau, einfach mal ziehen. So, und jetzt sehen wir diesen elektrostatischen Filter hier. Und den reinigst du vielleicht einmal alle ein, zwei Wochen hier unter fließend Wasser, trocknest ihn danach wieder ab, dann wieder reinstecken und weiter geht's. Das ist die Wartungsarbeit, die du machen musst. Du hast also auch keine Folgekosten oder ähnliches, weil das ist ja so ein Permanent-Filtersystem. Und jetzt haben wir ihn hier 3 Minuten an und riech mal. Hol mal ganz tief Luft. Merkst du das? Ich merke das wirklich, liebe Zuschauer. Na, das riecht nach, kennst du, wenn es so geregnet hat draußen? Oder? Richtig, so ein Sommergewitter. Ja. Weil was macht denn der Regen? Der filtert auch alle Schadstoffe werden runter, mit dem Regen gebunden und runter auf die Erde. Ja. Dann heißt, da hast du erstmal ein paar Minuten Ruhe und kannst mal wieder tief Luft holen. Und das ist der Effekt, der auch hier mit unserem Luftreiniger erzielt wird. Ich muss auch sofort an Allergiker denken, weil die haben ja manchmal ganz, ganz argen Probleme, ne? Wenn in der Luft solche Bakterien oder Viren, Pollen. Es gibt einmal diese Hausstauballergiker, für die ist ja alles ein Drama. Dann gibt es natürlich auch die Menschen mit Heuschnupfen. Die kriegen, die kriegen dann so im Frühjahr wieder die Krise, auch zu Hause, wenn die Nase läuft, die Augen dick werden. Und hiermit kannst du dir praktisch zu Hause wenigstens eine Oase schaffen. Ja. Weil du machst den Luftreiniger ein und weißt, der Großteil der Pollen wird aus der Luft rausgefiltert und du kannst trotzdem, obwohl du Allergiker bist, tief Luft holen. Jetzt ist das ja ein ziemlich kleines Gerät, Ralf. Wie stark ist das denn? Wie viele Fläche kann das denn reinigen? Also es reicht bis zu 100 Quadratmetern Grundfläche. Und wir haben Zuschriften von Kunden, die sagen, sie haben so eine 80, 90 Quadratmeter Wohnung und haben den Luftreiniger irgendwo im Flur platziert. Und so langsam, aber sicher, wird dann die ganze Luft umgewälzt im Prinzip und gereinigt. Ja. 100 Quadratmeter, ja, dieser kleine Menge. Luftreiniger? Mhm. Das ist eine richtige Menge. Also du siehst, wie effektiv der ist. Und es ist auch kein Störenfried. Das ist auch wichtig. Der ist ja so toll designt, der stört nicht. Den stellst du irgendwo auf als Dekomaterial im Prinzip. Versteckst das Kabel noch ein bisschen und bei Bedarf eben machst es an. Und ein wichtiges Thema habe ich noch und das ist jetzt ja bei der Arbeit sowieso, das sehen wir jetzt. Du kannst konzentrierter arbeiten, wenn du reine Luft atmest und
Katzenbesitzer, ja? Wo ja. Es Katzen, bei denen es Katzenklo in der Wohnung ist, egal wo. Ja. Du kommst in diese Wohnung und riechst, da ist eine Katze. Ja. Bestreiten, alle Katzenbesitzer bestreiten das. Aber bei meiner Mutter genauso. Der habe ich jetzt so einen Luftreiniger mitgebracht. Jetzt habe ich gesagt, du, wenn es zu viel wird, mach einfach mal den eine Stunde an. Ja, seitdem kannst du wieder hinkommen und du riechst nicht mehr, dass da eine Katze ja. in der Wohnung ist. Ja? Wir haben das auch neulich beim Kochen mal ausprobiert und das ist wirklich fantastisch, wie schnell da die Luft gereinigt wird. Und zu so einem kleinen Preis, liebe Zuschauer, für nur 18,91 €, das ist die Luft uns doch wert, in der wir leben, die wir atmen. Und wenn wir die so einfach reinigen können zu so einem kleinen Preis, dann schlagen Sie dazu mit der NC5328 und der 569. Vielleicht auch ein ganz tolles Mitbringsel, wenn man mal bei Gästen ist, die zum Beispiel hier gerne kochen oder eine Katze haben. Ich finde das ganz peinlich, wenn die Gäste kommen und sagen, hast du heute mit Knoblauch gekocht? Dann denkst du so, ups, das riecht man angeblich noch, ne? So, und jetzt haben wir äußerlich mir uns für Wohlbefinden und für Wärme gesorgt. Jetzt wollen wir das auch mal innerlich. Und ich kenne viele, die diese Vor-Adventszeit und auch die Adventszeit abends mal nutzen und sich gemütlich hinsetzen und zum Beispiel mal eine Tasse Tee trinken. Ja. Jetzt kriegst du kurzfristig Lust auf eine Tasse Tee, so wie wir das hier sehen. Was machst du? Du musst einen Wasserkocher oder den Herd anmachen. Das geht ewig lang, ja. bis das Wasser kocht, bis es ja. heiß genug ist und dann hast du erst deinen Tee. Hier haben wir jetzt was ganz, ganz Geniales, nämlich von Rosenstein und Söhne einen perfekten Heizwasserspender. Ich kannte das überhaupt nicht, Ralf, ein Heizwasserspender. Natürlich kennt man die normalen Wasserkocher, das hat jeder zu Hause. Ja. Ne? Da füllt man dann, ich fülle da jeden Morgen so halb oder dreiviertel voll und dann dauert das minutenlang, bis das kocht. Dann denke ich, okay, dann gehe ich noch schnell in der Zeit Zähne putzen und dann habe ich es vergessen, dann ist das Wasser wieder kalt. Das geht jetzt anders und da bin ich total begeistert von dieser Maschine. Ja, und hier schaltest du einfach nur ein und dann wirst du sehen, innerhalb von weniger Sekunden läuft dann das heiße Wasser. Ich möchte Wasser. Einen Tee trinken. Ja, Darf ich ein Beutelchen reinmachen? Ja, gerne. Mach du nur den Beutel rein. Hopp. Und du hörst es schon, wie es jetzt dampft und wir zählen mal mit. Das waren jetzt 5 oder 6 Sekunden. Wahnsinnig und das, schnell. Jetzt kommt ein heißes Wasser und zwar zwischen 95 und 100 Grad heiß hier raus. Und das kannst du jetzt genauso portionieren, wie du es brauchst. Also in der Menge. Jetzt hier haben wir eine schöne Tasse, bis die voll ist und der Tee natürlich durch ist. Und jetzt sehen wir schon, der Tee reagiert schon. Wir lassen es noch ein bisschen laufen. Aber das ist und man sieht, wie es dampft. Ne? Das ist kochend heiß. Ja, also da jetzt bitte nicht wie vorhin die Hände drunter halten, okay, weil hier haben wir kochendes Wasser. So, jetzt ist voll genug. Jetzt drehst du einfach oben wieder aus. Und jetzt haben wir deine Tasse Tee. Würdest du deine bitte runternehmen, weil ich möchte auch eine. Aber das gibt ja noch viel bitte auch ein Teebeutel. Dankeschön, lieb von dir. Ja, Wasser können wir ja schon mal reinmachen. Du siehst jetzt in Sekunden Schnelle. Und jetzt stehst du nachts auf, auch nur ein Beispiel, wenn du noch jungen Nachwuchs hast, musst mal das Fläschchen machen. Ja. Ja, da ist ja dasselbe Prozedere. Da musst du erstmal hochheizen, dann wieder richtig runterkühlen. Hier lässt du einfach das heiße Wasser in der Menge raus, die du brauchst. Lässt es ein klein wenig abkühlen, dann noch kindgerecht. Und dann bist du perfekt natürlich ausgestattet. Oder auch natürlich mal so eine Instant-Suppe. Die kennen wir ja auch. Machst du das rein in wenigen Sekunden. Man lässt sie dann 3-4 Minuten, glaube ich, noch ziehen, bis dann die Innereien richtig schön warm sind. Aber du siehst, wie einfach das geht. Und jetzt habe ich meinen Tee. Also für mich ist so ein Heißwasserspender ein Muss für jeden Teegenießer, jeden Teetrinker. Das finde ich auch. Und meine Freundin, die hat ein 6-monatig altes Baby und macht dem immer das Fläschchen. Und weil sie nachts nicht die ganze Zeit Wasser kochen möchte, füllt sich dann ab in der Thermoskanne und geht dann nachts zu der Thermoskanne. Und meistens, wenn das Baby Gott sei Dank schon ein paar Stunden länger schläft, dann ist in der Thermoskanne das Wasser wieder kalt. Die bekommt so ein tolles Teil von mir. Wenn sie zuschaut, du bekommst das. Das ist auch wunderschön, guck mal. Und dann auch, hier haben wir einen großzügigen Tank mit 2,5 Litern. Und wir drücken einfach hier drauf, du siehst, dann geht der Deckel auf. Hier super. Füllst du das Wasser wieder nach. Wir sehen hier aber natürlich an der Talierung, an der Skalierung, wie voll das ist. Und du musst dir jetzt vorstellen, viele sagen, ja, wie funktioniert das? Läuft das jetzt unter Dauerstrom? Verbrauche ich da Strom ohne Ende? Nein, überhaupt nicht. Hier, man muss jetzt muss ich auf Bier ausholen. Man kennt das vom Bierfass. Ein Bierfass wird im Warmen angestochen. Ja, und läuft dann durch einen Durchlaufkühler
und am Zapfhahn kommt schön kaltes Bier raus. Und genau dieses Prinzip haben wir hier auch, aber jetzt natürlich nicht mit Kühlen, sondern mit Erhitzen. Hier haben wir so einen Durchlauferhitzer. Und deshalb geht es so unglaublich schnell und ich brauche auch wirklich nur Energie, wenn ich das, wenn ich es anmache, wenn ich Heißwasser anzapfe. Und wir haben das gerade gesehen, das war nicht an vorher, wir haben das angeschaltet. Richtig. Und wirklich nach 5 Sekunden kam das kochend heiße Wasser daraus. Ja, wie schnell das geht. Man sieht es auch, wie es dampft. Ja? Ja. Und man merkt es sofort, hier habe ich mein heißes Wasser und dann heißt es einfach meinen Tee oder andere Heißgetränke hier einfach genießen. Die grüne LED sehen wir jetzt hier im Studio nicht so, aber du hast es nachts auch richtig schön beleuchtet noch, sodass du auch wirklich nicht im Dunkeln tappst, wo es nicht unbedingt das Licht anmachen. Das ist ja auch so ein Problem. Ja. Beim Nachwuchs zum Beispiel. Du willst genau ja keinen anderen stören, überall Lichter anmachen, Krach machen und ähnliches. Brauchst du hier nicht, weil hier haben wir diese LED-Beleuchtung. Also da findest du auch im Dunkeln jederzeit das heiße Wasser. Und was ich auch ganz, ganz praktisch finde, ist, dass hier noch so ein toller Henkel dran ist, Ralf. Ich kenne das zum Beispiel von einer anderen Freundin, die hat schon ein Kind im Kindergartenalter. Da gibt es dann manchmal das Kindergartenfest. Mhm. Und da gibt es dann natürlich auch immer Tee, schön Kinderfrüchtetee. Und da wird dann auch immer frisch Wasser aufgekocht und eine Thermoskanne gefüllt. Und nach 2 Stunden ist das Wasser da drin kalt. Hier kann sie praktisch einfach mitnehmen zum Kinderfest. Und dann kann jeder sofort die frische Tasse Tee genießen. Ja, und dann muss ich auch sagen, das Design ist wieder mal ganz, ganz außergewöhnlich. Wenn wir hier dieses auch zeitlose und absolut moderne Weiß sehen, aber mit diesem Silber hier, mit diesen Einsätzen, das sieht unglaublich modern aus und ist auch ein Hingucker in jeder Küche. Absolut Rosenstein und Söhne-like, ne? Die machen immer so ein tolles Design. Und das zu einem fantastischen Preis, denn wir sind bei Pearl TV, 66,41 €, reduziert von 130 Euro. Fantastisch, 49% Preisersparnis. Und auch ein tolles Weihnachtsgeschenk für Teetrinker. Ja. Wenn ich jemanden kenne, der so teeaffin ist, das sieht man ja sofort, wenn man reinkommt, da stehen auf dem Regal 20 verschiedene Teesorten, dann schenkst du mal so ein Heißwasser-Spender. Ganz, ganz toll. So, und jetzt sehen Sie auch unsere tollen Tassen, in denen wir trinken. Ach ja, stimmt. Wir haben hier 100 Grad heißes Wasser reinlaufen lassen. Jetzt hat man normalerweise bei Glastassen das Problem, die kann ich da nicht anfassen. Hier sehen Sie auch gleich, da ist ein Luftpolster drin. Das heißt, diese Gläser, diese Tassen sind doppelwandig. Und das hat jetzt 2 Riesenvorteile, Jana. Das hat Riesenvorteile, denn wir können direkt an die Tasse fassen. Richtig. Na? Und durch das Luftpolster bleiben jetzt die Getränke, die ich hier reinmache, länger heiß bzw. auch länger kalt. Also auch im Sommer, wenn ich mal eine Bowle mache oder einen Fruchtsaft mit einem Eiswürfel drin, durch diese Doppelwandlung hier bleibt das länger kalt. Aber jetzt sind wir ja in der warmen Jahreszeit. Ja. Und jetzt nimmst du, du merkst, es kommt immer noch eine ganz, ganz leichte, angenehme Wärme durch für die Hände. Das möchte man auch. Viele sitzen ja so da und wärmen sich gleichzeitig die Hände. Das geht, aber ohne, dass du dir die Finger verbrennst. Ja, es ist einfach nicht kochend heiß. Ne? Nee, eben, also ich habe mich schon so oft an Tassen verbrannt, Ralf, schon so oft. Wenn man dann irgendwie von oben dran greift oder von der Seite dran greift, dann kriegt man sofort diesen Schreckmoment und lässt dann die Tasse fallen oder zuckt zurück. Bei diesen wunderschönen Tassen passiert das nicht. Ja, und du siehst auch, die sind sehr, sehr praktisch, aber dazu sehen sie auch noch verteufelt gut aus. Ja, ein Wahnsinnsdesign. Also ich stelle mir das auch vor, jetzt, ich gehe jetzt mal vom heißen Wasser weg, Glühwein. Ja, jetzt machst du dir eben mal einen Glühwein zu Hause auch und machst das in diese Tasse. Sieht toll aus. Auch da sehen wir es doch. Guck mal, Glühwein oder auch Fruchtsaft, ich weiß es jetzt nicht so genau. Also aber so wie sie lächelt, war es wahrscheinlich Glühwein. du meinst noch 2, 3 Schlücke, dann grinst sie rundherum. Nee, ich glaube, da ist auch ein Teebeutel drin. Nee, ja, ich weiß es jetzt nicht. Aber innen heiß, und das ist wichtig, und außen einfach nur eine leichte Wärme, die durchkommt. Also eine Kühle sogar. Und ich finde es perfekt. Und wir sprechen hier von einem Zweierset, von diesen doppelwandigen Gläsern. Und noch was ist ganz, ganz wichtig. Das ist also ein sehr, sehr robustes Glas, das wir hier verbaut haben. Das geht auch nicht sofort kaputt. Und vor allem, es ist auch kratzerresistent. Du hast ja oftmals den Ärger, dass du dann wegen Löffel, wenn du umrührst. Ja. Kennst du das? Unten dann bei Gläsern oder so, siehst du diese Abnutzung, diese verkratzten. Genau. Das heißt, nach dem 10. Mal benutzen sehen die aus, du wirfst sie weg. Ja. Das hast du hier auch nicht. Eben keine Kratzer, keine Gebrauchsspuren, weil das so ein enorm stabiles Glas ist.
Und einfach dieses wunderschöne Design, ne? Cucina di Modena, ganz, ganz schön, dieses doppelwandige Kaffee- und Teeglas. Wir sprechen immer nur von Tee, aber natürlich dürfen Sie da alle Heißgetränke reinmachen. Eine heiße Schokolade oder ein Milchkaffee. Und weil genau da hat man auch dieses Problem, dass man sich dann halt ständig verbrennt an der Tasse. Aber einen tollen Kaffee am Morgen und man muss sich keine Gedanken machen, wo fasst man die Tasse an, wenn man noch so ein bisschen morgens verschlafen ist, ist das ganz, ganz toll. Und das Zweier-Set bei uns kostet nur 12,26 €. Bestellen Sie da gleich 3, 4, dann haben Sie auch für die Gäste diese tollen Tassen. Was natürlich auch schön ist, Gäste, wenn du jetzt mal Kaffee servierst. Also ich trinke wahnsinnig gern Kaffee aus Glastassen. Ich auch. Oder es gibt auch diese zylinderförmigen. Ja, ja, ich aber auch. Hier warum jetzt, ist das so? Da kannst du deine Gäste beeindrucken, weil ich sehe auch direkt, was ich trinke. Und das finde ich beeindruckend hier bei diesen wunderschönen Tassen. Ich mache das auch immer. Also klar, Latte Macchiato, da hat man ja meistens ein Glas. Aber auch gerade Kaffee, Milchkaffee, ich liebe das, wenn das in so Gläsern drin ist. Das ist so schön. Schlagen Sie dazu, liebe Zuschauer. Mit der NC2769 und der 569 bekommen Sie diese doppelwandigen Gläser im Zweier-Set. Das ist fantastisch. Ganz, ganz schön. Ich bin im Winter schon ein Teetrinker, aber eigentlich trinke ich mehr Kaffee. Ich bin auch so ein richtiger Kaffee-Junkie in allen Arten, Latte Macchiato, Cappuccino, Espresso oder auch den puren schwarzen Kaffee. Und hier haben wir jetzt mal eine Designer-Kaffeemaschine für Sie, der Extraklasse. Also man sieht, modernstes Design, wenn wir da mal draufschauen, dieses zeitlose Schwarz, aber eben unglaublich modern. Und hier wichtig, auch eine Uhr, eine digitale Uhr, weil die brauchen wir für die Kaffeemaschine. Nicht, dass du weißt, wann du aufstehen musst, sondern hier diese Kaffeemaschine kannst du abends vorrichten und kannst sie programmieren. Zum Beispiel auf morgen früh, ja, ich stehe 6.30 Uhr auf, also 6.15 Uhr fang mal an, Kaffee zu machen. Und wenn dein Wecker dann klingelt, dann wirst du schon mal geweckt mit diesem hervorragenden Kaffeeduft. Weißt du, jetzt zu der Zeit, man wird ja immer bequemer und man vergewaltigt den Kaffeegenuss. Diese PET-Maschinen hat fast jeder zu Hause, aber das ist einfach zweitklassiger Kaffee, dessen muss man sich bewusst sein. Der ist nicht frisch aufgebrüht, sondern der ist einfach mal, da ist Wasser durchlaufen lassen. Ja. Und hier brühst du eben wieder klassisch auf und zwar bis zu 12 Tassen, das sehen wir jetzt hier in der Einteilung. Und das immer, wann immer du möchtest und vor allem auch vorprogrammierbar. Auch jetzt im Büro ist das eine perfekte Kaffeemaschine. Du weißt, um 9 machst du Kaffeepause oder um 10 von mir aus, dann stellst du die Uhr auf 9.45 Uhr und um 10, wenn du zur Kaffeepause kommst, ist der Kaffee schon fertig. Und zwar ein frisch aufgebrühter. Und das ist eine ganz, ganz andere Qualität. Also ich sage auch daheim, ich bin auch so ein fauler Mensch, ich habe zu Hause so eine PET-Maschine und meine Mutter, die brüht noch frisch auf. Ja, das stimmt. Und wenn ich dann bei meiner Mutter bin, sage ich immer, mach einen Kaffee. Ja. Weil ich habe auch noch, ich habe auch so eine Kaffeemaschine zu Hause zum Aufbrühen, aber ich bin da meistens zu faul und zu bequem. Aber hier können wir das ja ganz einfach machen. Und du Sollen siehst wir mal auch, Kaffee kochen? Ich hätte gerade Lust auf einen. Wie einfach das ist. Guck mal, da haben wir eine Filtertüte. Die brauchen wir da natürlich wieder. Melitta-Filtertüten. Melitta hieß übrigens die Erfinderin der Filtertüten. Deshalb heißen die alle Melitta. So, und da sehen wir das Wasserfach. Mm. Da fülle ich Wasser ein. Und jetzt machen wir einfach mal ein bisschen Kaffee rein. Oh, ich liebe diesen Kaffeegeruch. Ja, dann mach mal rein, komm. Nicht nebendran, genau. So schön rein. Und jetzt kannst du auch die Stärke, das ist ja auch wichtig, mag ich einen stärkeren oder mag ich einen schwächeren Kaffee, kannst du einstellen. Stark. Ich merke schon. Ich glaube, der Löffel bleibt nachher stehen. Jetzt rein, jetzt reicht es, reicht es, reicht. So, jetzt haben wir noch eine Tasse drunter. Ja, die Kanne haben wir drunter. Und jetzt schalten wir nur ein. Und dann wird der Kaffee in wenigen Minuten fertig sein. Jetzt brauchen wir natürlich keine Zeitschaltuhr, weil wir sind schon da. Und jetzt wird das aufgebrüht und gleich hören wir dieses charakteristische Geräusch, wo das Wasser, das heiße Wasser, durchläuft. Und vor allem, dann kommt auch dieser Duft. Ja. Und was ist es? Weißt du, morgens, es gibt zwei Gerüche, die dich morgens lächeln lassen. Das ist einmal der Geruch nach frischem Gebäck, wenn so Brötchen oder Brezeln frisch. Und dieser Kaffeegeruch. Man sieht das oft in der Werbung, wo dann diese Kaffeedämpfe durch die ganze Wohnung schweben. Und genau das ist dieser Effekt, den du mit so einer Kaffeemaschine erreichst. Du schläfst noch, dein Kaffee wird bereits gemacht und der Kaffeeduft kommt hier vorne raus und holt dich dann ganz sanft aus deinem Schlaf. Und du kannst dich eben auf die erste Tasse
Kaffee freuen. Auch das habe ich noch nie gesehen, dass es eine programmierbare Kaffeemaschine gibt. Das heißt, ich sage heute Abend so, ich muss morgen um 8 Uhr aufstehen, dann bereite ich abends das vor, mache den Kaffee rein, die Filtertüte natürlich, den Kaffee, programmiere das auf 7.45 Uhr, dann fängt die schön an und wenn ich dann morgens aufstehe, ich bin ein bisschen ein Morgenmuffel, dann bin ich ein bisschen. Also vor der Tasse Kaffee lieber nicht mit mir sprechen. Und genau das ist das Problem. Wenn ich dann in die Küche gehe und den erst kochen muss, dann treffe ich natürlich einige Menschen. Ne? Und wenn die das aber für mich tut, dann kann ich ganz schnell dahin huschen, mir die erste Kaffeetasse holen. Ja. Und dann kann man auch schneller mit mir sprechen. Ich überlege gerade, wen du vom Weg, vom deinem Schlafzimmer in die Küche, welche einige Menschen du da triffst. Da triff ich einige das morgens. Das ist eine andere Frage. Ja. Aber hol jetzt mal tief Luft, riechst du das schon? Ja, riechst du diesen natürlich Duft? Riech ich da geht das. Jetzt hier durchs ganze Studio. Ich sehe schon, wie unsere beiden Kamerafrauen hier das Wasser im Mund zusammenläuft, weil die jetzt auch unglaublich Lust auf einen Kaffee bekommen. Ihr bekommt also, nachher einen, ich verspreche es euch. Ja, und guck mal, das ist einfach so ein frisch aufgebrühter Kaffee. Und das in so einer hochwertigen Maschine von Rosenstein und Söhne. Und ich habe solche Designermaschinen auch schon gesehen, auch wieder zu einem unsagbar hohen Preis. Ja. Und da bin ich wieder mal froh, dass wir Ihnen eine solche tolle Kaffeemaschine für diesen sehr, sehr günstigen Preis anbieten können. Jetzt habe ich aber noch eine Frage, Ralf, weil wenn ich den Kaffee vorprogrammiere und ich sage so, ich habe jetzt programmiert und um 8 möchte ich meinen Kaffee trinken, dann bin ich ja aber jemand, der die ganze Zeit die Snooze-Taste drückt und vielleicht ein bisschen später aufsteht. Dann wird es mal 9. Dann wird es mal 9. Das ist dann aber, mein Kaffee ist kalt? Ist aber kein Problem. Nein, nein, nein. Der wird natürlich warm gehalten. Ja? Hier drinnen wird der warm gehalten? Unten ist eine Warmhalteplatte. Das heißt, jetzt ist er in der Kanne drin, dann, wenn er fertig ist. Und dann haben wir den natürlich unten hier die Warmhalteplatte, auch mit Überhitzfunktion, das ist auch ganz, ganz wichtig, die den Kaffee, ja, bis du kommst, für dich warm hält. Das nur ist aber für toll, dich, ja, oh, nur sie für alles dich. Kann. Nee, Wahnsinn. Funktioniert natürlich bei allen anderen auch, aber nur für dich, Jana. Ralf, die anderen, die haben meistens so ein bisschen eine komische Form. Die was? Die? Entschuldigung. Die anderen normalen Filterkaffeemaschinen. Ja, ja. Die haben ja meistens so eine runde Form und das ist in der Küche sehr, sehr unpraktisch, denn dann hat man immer diese Eckchen, wo dann meistens der Staub ansetzt. Erstens mal das und es passt auch vom Design her nicht zu den heutigen Küchengegenständen. Was hast du denn? Du hast eine Mikrowelle, ja? Die ist auch ein Kasten, formschön, in verschiedenen Farben. Du hast dann alle möglichen Geräte, aber die sind mittlerweile alle in diesem tollen Look gebaut. Und dann passt sich diese Kaffeemaschine natürlich 1:1 an. Sie passt zu diesem Look, sie ist leicht zu reinigen. Du hast wirklich nur gerade Kanten, ja, gerade Flächen, wo du einmal in der Woche feucht drüber fährst. Ja. Und dann hast du die wieder gereinigt, geputzt und kannst dich jeden Morgen eben auf deinen Kaffee freuen. Und man kann 1-2 Tassen machen oder man kann sogar 12 Tassen hiermit machen. Bis zu 12 Tassen. Und das bleibt dir überlassen und eben auch die Stärke. Ob du ihn richtig stark willst, so wie du jetzt, oder dann doch, ich sage, ich bin Weichei, ich nehme dann doch ein bisschen dünner. Ja. Ja, das kannst du ja selber durch die Kaffeemenge, die du reinmachst, bestimmen. Auch ein fantastisches Weihnachtsgeschenk, liebe Zuschauer. Mit der NX3789 und der 569 bekommen Sie diese Rosenstein und Söhne wieder. Markenqualität Kaffeemaschine für 37,91 €. Und die ist nagelneu bei uns im Programm und entwickelt sich gerade schon zum Bestseller. Das wundert mich auch nicht. Wie viel Tassen hast du denn gemacht? Ich glaube so 200. Okay, also läuft noch ein bisschen. Aber jetzt haben wir ein weiteres Highlight. Und das ist jetzt hier als Milchtasse proklamiert. Aber ich da sehen wir es auch, was das Besondere an der Milchtasse ist. Siehst du das unten? Ja? Wir haben es hier doppelglasig. Und unten sehen wir wie Euter diese Verformungen. Und das ist mal was ganz, ganz Außergewöhnliches. Ist einfach mal ein Highlight. Aber aus diesen Tassen musst du nicht nur Milch trinken. Du kannst auch natürlich Tee oder Kaffee draus trinken. Es ist einfach mal etwas anderes. Hier haben wir das auch wieder mit der Doppelwandigkeit. Ja. Das ist auch wieder dieselben Effekte, die wir vorher hatten, aber eben jetzt mit dem kleinen Gag noch dabei. Und so bringt man vielleicht noch Kinder auch eher mal zu Milch oder Kaba trinken. Stimmt. Wenn man so eine lustige Tasse hat. Ja. Ich finde das ein ganz, ganz süßes Design mit diesem Euter da drin. Ja. Gerade so, also es gibt ja ganz, ganz viele, die gerne eine Tasse Milch trinken. Mhm. Ne? Ob es jetzt heiße Milch ist, zum Beispiel ich, wenn ich erkältet bin, trinke ich ganz gern heiße Milch mit Honig. Und eine Freundin hat mir erzählt, wenn man dann noch so ein ganz kleines bisschen Zimt drüber macht, dann schmeckt das fantastisch. Heiße Milch mit Honig und Zimt.
Müssen Sie mal ausprobieren. Das finde ich ein ganz, ganz toller Tipp. Und es sieht einfach so schön aus. Ja, und hier eben mit Milch, da sehen wir, da kommt die Euter dann auch richtig zur Geltung. Aber vielfältig einsetzbar, auch zum Kaffee trinken oder eben auch Kaba mal trinken. Und du hast jetzt nur ein paar Tropfen Milch reingemacht. Das sieht richtig lustig aus, aber da sehen wir die vier Euter hier ganz, ganz deutlich. Und so doppelwandiges Glas, das hat eben diese Vorteile, die wir vorhin schon mal angesprochen hatten. Kaltes, also kalte Milch in dem Fall, bleibt länger kalt. Warme Milch bleibt länger warm und es sieht einfach mal witzig aus. Und da sehen wir es, da kommt sie rein. Da kommt der Euter. Und da sehen wir jetzt auch deutlich diese Doppelwandigkeit. Also diese zwischen der Glaswand und der Milch ist, das sieht aus, als würde diese Milch frei schweben. Ist da natürlich, ist der Euter. Ja. Sehen Sie das? Jetzt darfst du nur nicht am Euter zu trinken, sondern musst oben aus der Tasse trinken. Ach so, ich muss oben trinken, ja. Okay. Aber es sieht unglaublich toll aus. Jetzt sieht es ja wirklich aus wie ein Euter. Ja? Das ist so toll. Gerade wie du sagst bei Kindern. Wenn die jetzt mal ein Glas Milch trinken sollen, ob heiß oder kalt, auch die können super an diese Tasse. Man muss keine Angst haben, dass das Kind sich verbrennt, denn es bleibt länger kalt oder länger heiß. Und egal wie rum, darf das Kind die Tasse halten. Und mit diesem Design, da hat doch jeder Lust, Milch zu trinken. Ja, und das ist wirklich ein tolles Highlight für mich, auch wieder für alle möglichen Getränke, aber eben auch, ich würde sagen, sehr kindergerecht, kindgerecht, weil ich dadurch eben durch was anderes mal die Kinder vielleicht doch zum Milchtrinken bekomme. Und wenn ich den Preis sehe, sage ich, da muss ich einfach zuschlagen. Genau das ist es. Normalerweise diese speziellen Dinge, die es noch nicht gibt oder die noch niemand zu Hause hat, die sind meistens total überteuert. Mhm. Und hier bekommen Sie dieses fantastische doppelwandige Milchtassenglas, sage ich jetzt mal, im Euter-Design für nur 5,61 €. Da müssen Sie gleich 4, 5 Stück bestellen. Für jeden eins auch ganz toll Milchkaffee, ne? Ist auch total süß da drinnen. Egal, was Sie trinken möchten, Tee, Kaffee, Milch oder auch andere Getränke, ich glaube, wir haben Ihnen jetzt in dieser Sendung genügend Möglichkeiten gezeigt, wie Sie sich das Leben ein bisschen versüßen können und vor allem auch, wie es an kalten Abenden kuschelig warm zu Hause wird. Und ich sehe, du hast immer noch die Socken an und immer noch die Decke um dich. Die gibt es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr her. Aus heute. Das sieht man, so. Das sieht man aber, wie wohl man sich fühlt mit diesen Artikeln. Und das werden Sie auch tun. Jetzt rufen Sie an und holen Sie sich Ihr neues Lieblingsprodukt und dann einen schönen Winter.